Felix Meyer, praktischer Umweltschutz Schweiz. Was zeichnet eine umweltbewusste Gemeinde aus? Eine umweltbewusste Gemeinde zeichnet aus, dass sie zum Beispiel im Energiebereich voranschreitet und es nutzt, dass dort ein grosses Potenzial ist, auch an Geld zu verdienen. Und mithilft, dass die 30 Milliarden Franken, die ins Ausland abwandern, durch zum Beispiel Erdöl einkauft, hier in der Schweiz bleiben. Das spricht das Thema Energiezukunft. Also wie kann man sich mit Energie versorgen? Der ganze Markt liegt ziemlich am Boden. Das Potenzial ist sehr, sehr gross, das kann man sagen. Aber Menge wird sagen, ja, das ist mir jetzt kompliziert. Also ich habe Mühe mit Energie, Zukunft, Energiewende, das ist ein schwieriges Thema. Gibt es wirklich so einfache Handlungsmöglichkeiten? Ja, ich glaube, mittlerweile gibt es wirklich die Möglichkeiten. Wenn man zum Beispiel den Schritt wagt und sagt, ich gehe Richtung Energiestadt, kommt man Hilfe über vom Bund, man kommt Beratung über, dass man eben nicht allein muss der Energiefachmann sein. Es gibt aber auch Private, die man mit ins Boot nehmen kann, die vielleicht auch die finanziellen Risiken tragen. Also da gibt es mittlerweile eine breite Palette von Möglichkeiten für jede Gemeinde. Die Energieversorgung ist eigentlich sonst eine Frage von der Kantone. Also es gibt die Richtpläne, die momentan gemacht werden, wo eigentlich auch die Energiezukunft eigentlich so ein bisschen abgebildet wird, strategisch. Hat man nicht eigentlich dann auch in der Tendenz ein bisschen Angst, dass man sagt, der Kanton schaut dann schon, also dass man es wegdelegiert? Das ist sicher eine gewisse Gefahr, dass man das einfach am Elektrizitätswerk oder am Kanton delegiert. Tatsächlich ist einfach, dass wenn man selber vorangeht, dass man den Prozess beschleunigen kann. Wenn man ein bisschen über Grenzen schaut nach Deutschland, da sind eigentlich schlussendlich die privaten oder die öffentlichen Werke, Gemeinden, Städtewerke, die sind viel stärker geworden in den letzten Jahren und sind auch eine Möglichkeit zum Geld verdienen für die Gemeinde. Merci vielmals, Felix Meyer.